Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Darf ich jetzt was sagen, Ja. nachdem ich wieder Ärger bekommen habe? Hallo Community, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin Danny. Das ist Danny. Danny ist mein Freund für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Für die Leute, die ihn kennen, er ist wieder da und er hat wieder Gaben mitgebracht. Gaben. Gaben. Milde Gaben. Freunde, ich sollte das Make-up wieder aussuchen und ich sag euch, das war wieder Stress pur. Ich habe doch keine Ahnung. Aber ich habe diese Katzenpinsel gekauft. Hast du? Freunde, bevor es losgeht, ganz kurz zur Erklärung. Danny hat von mir eine Aufgabe bekommen und zwar hat er von mir 50 € bekommen und sollte im Action Make-up aussuchen. Ich habe zwei Sachen verbunden. Einmal Danny kriegt Geld von mir und einmal Danny kauft mein Make-up bei Action und das hat er gemacht. Wie viel hast du ausgegeben? Was ich erstmal sagen möchte, wenn ich hier die Gelegenheit habe, viele wissen es ja nicht, aber Maxim teilt mir generell immer ein kleines Taschengeld zu, weil ich mit Geld ja nicht umgehen kann. Genau, so sieht es nämlich aus, denn die kriegt von mir einmal die Woche, kriegt der 25 € und darf dann davon. Echt? So viel? Es waren eigentlich immer nur 12,84. Nee, du bist jetzt auch ein Jahr älter geworden. Freunde, bevor es losgeht, eine kleine Sache haben wir noch. Nein, eigentlich ein paar mehrere Sachen. Und zwar ist Danny ja heute nicht aus irgendeinem Grund hier, sondern ihr wisst, es ist ein bisschen Weihnachten und wir haben uns da was Kleines überlegt. Und zwar gibt es parallel auf Dannys Kanal ein kleines Gewinnspiel, wo ihr von mir zwei Make-up-Boxen gewinnen könnt. Was ihr dafür tun müsst, ist, rutscht einfach einmal rüber zu Dannys Kanal, abonniert seinen Kanal und schaut euch das Video an. Schreibt in die Kommentare, dass ihr von mir kommt. Und was könnt ihr dann noch gewinnen? Freunde, wir sind ja ein sehr transparentes Pärchen. Und es gibt ja einen Traum, den ich ja seit Anfang des Jahres verfolge. Ich habe ja immer schon gesagt, ich würde so gern diese 10.000 Abonnenten bis Weihnachten knacken. Und es fehlen nur noch 750 Abonnenten. Das ist wirklich nicht viel. Und weil die Giacomo Army eine so tolle Community ist, Maxim ist fast jede Woche auf meinem Kanal. Und Maxim verlost zwei Pakete für alle Abonnenten, natürlich auch für die Bestandsabonnenten. Aber auch ich lege was drauf. Ihr wisst ja, dass ich meinen eigenen Verlag habe und in diesem Verlag sind insgesamt 9 Bücher bzw. 10 Bücher und ich verlose eine komplette Buchkollektion, also quasi alle 9 Bücher, die ich geschrieben habe, wird einmal verlost. Dazu müsst ihr einfach nur auch meinen Kanal abonniert haben. Ich werde dann quasi denjenigen dann anschreiben. Alle Teilnahmebedingungen stehen einmal unter diesem Video und unter Dannys Video. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und du hast gerade das 10. Buch angesprochen, Freunde. Es ist endlich raus. Ich habe in Zusammenarbeit mit dem Pelletier Verlag Das mein bin ich. eigenes Buch rausgebracht. Das bin ich. Das ist noch die Autorenversion. Deswegen ist es ein kleiner grauer Balken. Das habt ihr aber alles schon gesehen. Hässlich. Ich habe mir da was ganz Besonderes bei gedacht. Ich habe ein Launch-Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne einmal anschauen. Es geht in diesem Buch nämlich darum, dass ihr eure Make-up-Looks planen könnt. Ihr könnt kreativ damit arbeiten. Und ich kenne das so oft. Jedes Mal, wenn ich hier sitze und sage, was schminke ich heute, kann ich in mein Buch schauen, habe einen Look und dann könnt ihr daraus was schminken. Schaut da gerne mal vorbei. Shop ist unten in der Infobox für euch verlinkt. Und jetzt geht es los mit dem Video, Freunde. Einen wunderschönen guten Tag. Ich gehe jetzt gleich für Maxim shoppen. Make-up kaufe ich nämlich. Ich habe keine Ahnung, was ich kaufe, aber Maxim hat mir 50 € gegeben und gesagt, wo ich hinfahren soll. Und jetzt geht die Reise los. Freunde, das geht doch schon wieder schief. Ich glaube, ich bin da. Vielleicht nehme ich hiervon was mit. So, Freunde, ich bin jetzt angekommen. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen umschauen, was ich hier so mitnehme. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich nehme mal das hier mit. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das gefällt mir besonders gut. Ich glaube, dass Maxim sich damit schminken soll. Ich habe so gar keine Ahnung wieder. Ne? Nehmen wir mal das und das mit. Und wir nehmen auch das mit. Das nehmen wir auch mal mit. Ich glaube, das finde ich auch gut. Das nehmen wir auch mit. Ich denke eher nicht. Das ist so viel. Wann habe ich denn die Schere Die gekauft? habe ich reingepackt, damit wir Warum? die Sachen aufmachen können. Ich habe eine Schere gekauft. Okay, was hast du Also, gekauft? Wie viel hast du ausgegeben? 19,98 €. Du hattest 50. Ja, aber ich war so verunsichert. Da waren so Menschen, dann war da so ein kleines blondes Mädchen, das hat mich dann angeguckt und hat mich dann gefragt, und da war ich ein bisschen überrascht und habe mich ertappt gefühlt. Ja, aber ganz ehrlich, bei dem, das, was ich hier sehe, hätte ich dich auch gefragt, was machst du denn da? Aber es war so süß, was ich gekauft habe. Denn wir fangen einfach mal mit dem
mit dem hier an. Das ist, ich weiß nicht, was das ist. Eine Tropical Beauty 9 Color Complete Eyeshadow Palette. Ah, ein Lidschatten. Dann habe ich hier, was ich persönlich richtig schön fand, neue Wimpern. In einem kleinen Kästchen. In einem kleinen Kästchen mit einem kleinen Spiegel und einer kleinen, wie sagt man? Kleber. Genau. Pinsel gekauft, weil ich finde diese Trash-Pinsel, die hier so rumstehen, nicht schön. Ich habe schönere Pinsel. Was hat das Set gekostet? 2 Euro oder so. Keine Ahnung. Aber das sind echte Make-up-Pinsel. Jetzt will ich nur wissen, ob das Kunststoffhaare sind. Das ist ganz sicher. Warum Disney. Ganz sicher? Da ist eine Katze drauf, können auch Katzenpinsel sein. Das ist sein. Disney Animals. Das ist die Katze von... Nein, haben die Katze gerupft? Ich glaube nicht. Die Katze ist ja weiß. Guck mal, die macht die Bewegung, die du immer machst. Ja, das habe ich gekauft. Das sieht sogar hochwertig aus. Was ist das? Max Factor ist hochwertig. Das ist, glaube ich, ein Katzenthermometer. Was ist das? Eine Lippenpalette. Echt? Stimmt, steht drauf. Lippenpalette. Hat bestimmt auch so 1 Euro gekostet, Freunde. Ich war großzügig. Dann habe ich hier ein Go Matte. Matt? Wie sagt man? Matt. Heißt der Matt? Das sind Lidschatten, eine einzelne Lidschattenfarbe. Und dann habe ich uns was zu naschen gekauft. Was ist das? Chupa Chups. Das sind Lipsmacker. Kann ich die essen? Wahrscheinlich. Oh, das probieren wir gleich aus, das bleibt bei mir. Und dann habe ich hier noch gekauft einen Bauchnabelstift. Ein Bauchnabelstift? Das sieht aus wie ein Bauch. Hier, yeah. Ein Bauchnabelstift. Damit malen wir den Bauchnabel. Ein Metallic Freunde. Lipstick. Freunde, und wenn ihr sehen wollt, wie Maxim sich seinen Bauchnabel anmalt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Hashtag Team Bauchnabel. Okay, dafür hast du 19 Euro ausgegeben. Ich sehe, du hast nichts für die Base gekauft. Nee. Deswegen würde ich jetzt mal schnell meine Base machen. Wir sehen uns gleich wieder. Und in der Zwischenzeit isst Danny mal sein Chupa Chup. Ich bin böse! Also, wir haben bei diesen Chupa Chups Dingern insgesamt 5 verschiedene Geschmäcker. Wir haben Wassermelone, sensationalen Apfel. Sensationalen ja, Apfel? Ja, träumerische Erdbeere, verwirrte Limone und die Passion Peach. Verwirrte Limone? Da, da steht doch Dream Strawberry. Strawberry Dream. Und verwirrte. Und ich nehme aber die Melone. So ein, das so ist wie so ein Labello. Ist das nicht so ein Candy-Stick, den man dann abbeißt? Nee, kennt ihr die? Die gab es immer bei Nanunana mit Cola, Fanta, Sprite. Was weiß ich. Ich habe die geliebt früher. Was ist das? Wassermelone? Ja, das riecht total eklig. Ja. Mach ich das auf die Lippen? Ja. Wo sonst? Ich habe was Schönes entdeckt. Möchtest du die sensationelle Zitrone haben? Nee, den verwirrten Apfel. Was passiert, wenn ich mir den jetzt auch auf die Lippen mache? Dann hast du einen kleinen Obstsalat. Dann habe ich einen kleinen Cocktail auf den Lippen. Ja. Isst du den? Ja, aber ist ja nicht zum Essen. Mehr. Nee. Es schmeckt halt so fast... Sei nicht so gierig. Schmeckt halt fast nach gar nicht. Fangen wir jetzt an? Ich bin gleich fertig. Okay, die Base ist einmal drauf. Danny spielt gerade mit Pinseln. Bin ich schwul. Womit soll ich anfangen? Oh, ist ja süß. Guckt mal. Riech mal dran. Riech nichts. Aber schaut mal, die Pinselhalterung ist eine kleine Katzenschleife. Süß. Gib mir mal den großen Pinsel. Den hier. Wir brauchen ja jetzt Rouge. Hast du Rouge gekauft? Das bewerte ich ja nicht. Ich habe schon teurere. Oh, krass, okay. Also, ich habe schon teurere Pinsel in der Hand gehabt, die... Sie stinken bestialisch nach Plastik und giftig. Also ich würde es meiner Tochter nicht geben oder meinem Sohn. Sie fühlen sich aber nicht schlecht an. Also das muss man sagen. Wir probieren sie mal aus. Ich nehme jetzt einfach mal den Rouge-Pinsel. Also schaut euch doch mal diese wunderschöne Pinselbox an. Das ist wirklich einfallsreich. Ja, ist wirklich süß. Ey, komm, für 3 Euro oder was ist das? Hier ist der Zettel. Disney Make-up-Bürsten. Make-up-Bürsten. 4,95 Euro. Das war das Teuerste. Ja. Hier ist sogar so ein Foundation-Brush dabei, aber da kommt Staub raus. Ich hatte schon mal eine kleine Katze benutzt. Seht ihr das? Warte. Wieso machst du das? Ja, weil du dunkel bist. Ew. Wir probieren die Lidschatten. Machst du mir die auf? Die sieht ein bisschen aus. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie die aussieht. Ich finde, die sieht aus wie diese Huda Beauty Neon. Nein, es ist der kleine Pinsel. Der war dabei? Ja. Nein, nicht die Katzenbox. Hast du jetzt kaputt gemacht? Nein. Also, sie sieht tatsächlich aus wie die Huda Beauty Palette. Wo sind die Pinsel? Hebt die Dinger auf. Ihr könnt damit sehr, sehr gut in meinem Buch arbeiten. Es wird mir immer ein Mysterium sein, wie sich die Leute so schminken können, Freunde. Das ist der originale Waldmeister-Look. Ist pigmentiert. Als hätte ich nicht... Ist pigmentiert. Gleichheit. Also ganz ehrlich,
Schaut euch das mal an. Also mal ganz ehrlich, schaut es euch an. Die Zuschauer sind ja da, um zu schauen. Also der Pinsel ist furchtbar zum Verblenden. Gibt es noch einen anderen Blendepinsel? Ja, den ich habe. Nee, da war da in dem Set nicht noch ein anderer kleiner drin? Oder das, was ist hier? Nee, in der Katze. Ja, den habe ich hinterm Ohr. Den brauche ich, den brauche ich nicht. Die Farbe ist krass, der Pinsel ist nur doof. Weil mir fehlt hier so ein bisschen die Deckkraft. Die Deckkraft fehlt ja. Ja, deckt nicht so richtig. Ja, mit den Schwammapplikatoren ist immer schwierig. Warum? Darf ich die kurz haben? Den Schwammapplikator? Nee, die Palette. Ich will doch einen Look schminken. Ich geh jetzt nochmal hier in dieses Orange. Also sie ist wirklich krass pigmentiert, die Palette. Hätte ich nicht gedacht. Hättest du das gedacht? Ja, ich habe das erwartet. Was hast du dir dabei gedacht? Stiftungswarentestberichte über diese Palette gelesen. Was hast du dir dabei gedacht, als du die Sachen gekauft hast? Gar nichts. Hast du einfach willkürlich, wonach hast du denn ausgesucht? Ich hatte Angst vor dem kleinen Mädchen mit dem Zöpfen. Was wollte sie denn? Dass ich ihr auch was kaufe. Sie hat sich wahrscheinlich gewundert, was dieser große, dicke Junge da am Make-up-Regal macht. Ja. Und ich konnte sie nicht mit 6 Jahren aufklären, dass Make-up nicht nur für Frauen da ist. Hättest du mal machen müssen. Hätte ich mit der 6-Jährigen eine Grundsatzdiskussion im Action-Markt halten sollen? Mhm. Ich war überrascht, was sie da so alles haben. Ich war noch nie im Action. Aber es ist furchtbar, der Laden, ne? Weil? So ein bisschen, weil er so kramig ist. Ja, das finden ja viele toll. Viele mögen ja so Kramläden. Das ist so, wie wenn man Saturn und Mediamarken überhält. Saturn ist mehr so Fachberatung und Mediamarkt ist mehr so Rudis Resterampe. Also die Palette ist fantastisch gut. Hättest du dir den Crazy Apfel aufs Auge gepackt? Ja, irgendwie hat es nicht so richtig bei mir gedeckt, ne? Nee, aber du bist ja auch mit dem Schwammapplikator angekommen. Nee, ich bin dicker geworden. Das heißt, meine Schlupflider sind noch gewölziger geworden. Es sieht eher aus, als hätte... Ja... Jetzt hättest du Gelbsucht auf dem Augenlid. Was ist eigentlich das hier? Das ist eine Mascara, eine Wimperntusche. Nee, das habe ich, davor habe ich Angst. Okay, also die Lidschattenpalette ist wirklich gut. Ich sehe halt jetzt wirklich aus, als hätte ich eine Augenentzündung, ne? Das muss jetzt... Das ist süß. Sieht aus wie ein Clown. Komm, ne? Da hat letztens ein Zuschauer geschrieben, Danny, bist du ein bisschen dicker geworden? Frechheit. Nein, ich bin schwanger. Naja. Das stimmt, wie es euch sagen. Ja, ich habe jetzt den grünen Lidschatten nicht benutzt. Den habe ja ich. Nee, den anderen, den Mono-Lidschatten. Ja, den machst du jetzt bitte noch drauf. Wo soll denn der noch hin? Auf die Iris. Auf die Iris? Ja. Ich kann mir im Moment nichts auf die Iris geben. Warum nicht? Weil meine Iris noch ein bisschen wackelig ist. Nimm doch einen Pinsel bitte, mein Schatz. Ich habe doch das in der Katzenwurst drin gehabt. Also kann ich das auch benutzen. Soll ich mir was ganz ehrlich sagen, wie das aussieht? Wie denn? Also, es gibt Vögel, die lassen manchmal was fallen. Ich glaube, ich habe in den Po eines Vogels geguckt. Lach du nicht, du hast in den Po eines Flamingos geguckt. Aber guck mal, mach mal zu. Was? Die Augen. Zu! Und Lid nach oben. Was? Lid nach das oben ziehen. Das geht doch nicht, straff. Da muss ich erst... So, das Lid. Ich dachte, das Glied. Aber der Lidschatten war wirklich gut pigmentiert. Also, siehste? Und das für 3 Euro. Okay, ich habe nur ein kleines Problem. Ich kann die Lashes leider nicht aufkleben, weil ich keinen Kleber in den Augen haben darf. Warum nicht? Weil meine Iris noch rumflattert. Das ist die Iris. Ja, Sam ist kein deutsches Wort. Das Ding ist halt, wo Maxim noch eine Brille hat und immer, wenn ich schlafen gegangen ist, da wusste ich immer, ab welchem Moment er mich nicht mehr so richtig sehen kann. Da konnte man sich so richtig so gehen lassen, ja. Jetzt ist es aber so, dass ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt fühle. In deiner Freiheit? Ich ja, kann schon. Endlich sehen, freu dich. Ja. Ich habe eine Mascara von Danny bekommen und das ist die Max Factor Dark Magic Mascara. Max Factor? Wegen Maxim. Das Bürsten sieht gut aus. Ist das ein Kompliment? Ja, für die Mascara, ja. Schaut mal im Vergleich, ich glaube, da kann man schon was sehen. Das ist ein bisschen vorlaut, ne? Ja. Aber wir sind ja auch nicht hier, um schön zu sein, ne? Freunde! Bin ich ja heute hier auf diesem Kanal. Denn ihr habt noch 2 andere Sachen gekauft. Möchtest du den Metallic Liquid Lipstick tragen? Voll gerne. Weil ich glaube... Ach, das ist der Bauchnabelpinsel? Ja. Das ist doch das, was auf den Bauchnabel kommt. Alle haben kurz die Luft angehalten. Wisst ihr, manchmal sind dicken Witze, um über sich selbst einfacher um mit Situationen umzugehen. Ich habe... Wo kommt das hin? Auf die Lippen. Da habe ich aber schon Crazy Apfel drauf. Sicher. Auf die Lippe, nicht über die Lippe. Ich habe hier keinen Spiegel bei dir. Da, nimm doch die Palette. Das ist keine schöne Farbe, ne? Wo malst du denn deine Lippen hin? Malst du sie größer? Also, ganz ehrlich, ich glaube, du bist der erste Mensch, dem Metallic Lippen stehen. Ist das jetzt ein Kompliment? Ja. Aber ist schon halb leer, das Ding, jetzt. Naja, ich habe ja auch die Hälfte auf dem Pinsel. Danny hat sich nämlich hier noch für eine Lippenpalette entschieden. Ah! Das ist die Meki Lip Color Palette. Welche Farbe soll ich nehmen? Blau. Ist hier offensichtlich nicht drin. Falsch gekauft, würde ich sagen. Die hellste da.
Der sieht aus wie Barbie. Guck dir doch mal deine Augen an. Aber die sind sehr cremig. Ist das gut oder schlecht? Nutella ist cremig. Der Pinsel ist furchtbar. Gib mir mal den Pinsel zwischen deinen Ohren. Das ist der Katzenpinsel. Sehr cremig. Schreckliche Farbe. Hatte schon bessere Make-up-Tage. Fühlt sich sehr schön auf den Lippen an. Ist jetzt vielleicht nicht meine Farbe. Hätte ich auch gesagt. Ja, Mensch. So, Freunde, das ist einmal der fertige Look. Danny, ich finde, du siehst besser aus als ich. Stimmt. Ich sehe so ein bisschen trashig aus, ja, finde ich. Du siehst aus wie so ein Girlie, was ja. Zum ersten Mal geschminkt ja. Hat. So fühle ich mich auch. Brauchst also, du nur noch diese enge Netzstrumpfhose und eine lila Jacke drüber. So eine Bomberjacke? Ja. Eine Collegejacke, ja, ja. Und dann auch so eine ganz kleine Handtasche, wo nichts reinpasst. Und dann ärgerst du dich immer, dass, naja, ist ja auch egal. Also ich muss sagen, um nochmal kurz so ein bisschen aufs Make-up zu kommen, qualitativ war es gar nicht schlecht. Vor allem die Lidschattenpalette war sehr, sehr gut. Also die könnt ihr euch mal kaufen, falls ihr Fab Factory findet. Ist halt ein Dupe zur Kauft sie euch. Dings, ne? Und die kleine Katzenpinselbox. Die Pinsel waren nicht gut. Aber das ist süß. Aber nur süß ist ja nicht unbedingt... So habe ich dich kennengelernt. Wie denn? Na, halt süß. Freunde, schön, dass ihr heute da wart. Danny, schön, dass du heute hier mit dabei sehr warst. Sehr gerne. War ja auch ein bisschen Eigenwerbung. Ne? Ihr wisst ja mit meinem Kanal und dem Gewinnspiel und mit den 10.000 Abonnenten. Alle Links, alle Teilnahmebedingungen und alles, was ihr wissen müsst, steht wie immer einmal unten in den Kommentaren. Also da drunter. Und wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Jetzt erstmal sehen wir uns ja in meinem Video. Und dann hier wieder. Pass auf euch auf. Tschüss.